Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, chers citoyennes, chers citoyens, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir stehen kurz vor unserer Schulrentrée. Ein Rentrée, wo wir vier müssen mit dem Coronavirus leben und weiter gegen den Coronavirus kämpfen. Für Grevemecher, für die Muselmetropole und für die Region, also eine spezielle Rentrée, weil das Kehweihfest. Die erste Kehr, wo Kehweihfest am September wird stattfinden. Kein Krönung von der neuen Weihkönigin, kein Friedefeier und kein Umzug. Ich will auf dieser Platz Jessica merci sagen, dass es bereit ist, für nach EU das Amt weiter zu feiern und dem Lee merci sagen für sein Geduld und hoffentlich nächstes Jahr können wir ihn zusammen feiern. Es ist wichtig, dass wir weiterhin als um die Sanitärmesuren halten, für zusammen gegen das Coronavirus zu kämpfen. Es geht um uns alle gut, um jederin Einzelnen, für dass wir in Zukunft können fester hier auf der Musel so feiern, wie wir das wollen, und gewinnt sind. Chantien haben angefangen, Chantien rund um die Schule werden für die Schulrentrée fertig sind. Die haben auch gesehen, dass die ersten Aufrassarbeiten im Centre Culturel gemacht sind, und dass man die Buske provisorisch nur Uwe verlöscht hat. Im Osbuschhaus geht weiter geschafft und den Osbuschgärt wird auch neu aménagiert gehen. Die zwei Chantien hoffen, dass nächstes Jahr fertig sind. Wir werden auch den 24. September eine Informationsversammlung für die Bürger machen, wo wir die verschiedenen Chantien können präsentieren. Aufgrund von der Corona-Mesuren ist es leider nicht möglich, dass jeder physisch präsent kann sein. Wir dürfen hier eine Entreprise engagiert, die das live wird filmen. Ende September wird das Gebäude von SNHBM innen am Rondpoint Kummert fertig sein und die Leute rappeln. Dadurch werden wir höchstwahrscheinlich über 5000 Anwohner die erste Kehr an unserer Geschichte kommen. Das ist ein wichtiger Schritt an der Entwicklung von unserer Stadt Grevemecher. Ein ganz wichtiger Meilenstein wird am Oktober gelöscht gehen mit dem zweiten Wort vom PAG. Da haben wir dann die Stadtentwicklung von der Stadt Grevemecher neu definiert für die nächsten Jahre. Wir konnten auf viele Ideen zurückgreifen, die wir von ihr Schleifleuten rausgekriegt haben, und auch eine Reihe Reklamationen konnten wir umsetzen. Wir werden noch weiterhin zusammen für eine nachhaltige Entwicklung von der Stadt Grevemecher als ersetzen. Liebe Leute, bleibt gesund, guckt nur eure Leute, nur eure Familien und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein Kehr können, zusammen aufrüsten, wie die Miesel Way of Life.